Hi Leute, Forti hier. Wie ihr wisst, möchte ich mir einen neuen Rechner zusammenbauen. Und heute stelle ich euch die Basis dafür vor, nämlich das Mainboard MSI X99A SLI Create Edition. Das Mainboard hat eine Menge richtig geiler Features und auf die meisten davon will ich auch eingehen in diesem Video, aber zuerst möchte ich es auspacken und zumindest erstmal auf das Zubehör eingehen. Und zwar einmal die Treiber-CD, Quick Installation Guide, ein User Guide. Wir haben auch eine I/O-Blende, also für die Inputs und Outputs, also für die Anschlüsse hinten. Und wir haben 6x ein SATA-Kabel, also ihr könnt bis zu 6 Laufwerke anschließen, sprich entweder Festplatten, SSDs oder auch Brenner oder sowas oder CD-Laufwerke. Kommen wir zu den Anschlüssen hier hinten an Bord, da wo ihr im Prinzip eure Peripherie anschließen könnt. Zuallererst möchte ich hier auf den PS2-Anschluss aufmerksam machen. Ich weiß nicht so genau, warum es den noch gibt. Ich glaube, Geräte mit diesen Anschlüssen, also Mäuse und Tastaturen mit PS2-Anschluss, dürften eigentlich so um die 15 Jahre alt sein. Vielleicht irre ich mich auch, aber auf jeden Fall gibt es hier so einen. Dann haben wir hier auch nochmal 2x USB 2.0. Ebenfalls für Geräte, die unbedingt diesen Anschluss brauchen. Dann haben wir hier 6x USB 3.0, also einmal hier die beiden, beziehungsweise die vier und dann hier die beiden. Und hier dazwischen haben wir USB 3.1. Dieser Standard ist doppelt so schnell, beziehungsweise hat eine doppelt so hohe Bandbreite wie USB 3.0. Insgesamt haben wir hier eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und das ist schon eine Menge. Dann haben wir hier Intel Gigabit LAN hier und die ganzen Soundanschlüsse. Das Board basiert auf dem Intel X99 Express Chipsatz und unterstützt den CPU-Sockel RGA 2011-3. Dieser findet dann hier Platz. Hier kann man diese Blende dann abmachen. Links und rechts vom CPU-Sockel haben wir jeweils 4 RAM-Slots. Insgesamt unterstützt das Board bis zu 128 GB RAM und darüber hinaus unterstützt es auch Quad-Channel-RAM. Hier weiter unten haben wir die PCI Express-Slots, wo ihr auch bis zu 3 Grafikkarten mit PCI Express 3.0 anschließen könnt, sprich im Verbund. Dazwischen befindet sich auch die M2-Schnittstelle. Dieser verhältnismäßig neue SSD-Standard ermöglicht eine Bandbreite von bis zu 32 Gigabit pro Sekunde. Falls ihr mit dieser Angabe an sich nichts anfangen könnt, M2 ist um ein Vielfaches schneller als herkömmliche SSDs. Das Mainboard hat eine weitere Besonderheit, und zwar was den Soundbereich hier angeht. Der Soundschaltkreis ist isoliert von diversen anderen Schaltkreisen, dass Störgeräusche und so weiter vermieden werden. Darüber hinaus besitzt das Board einen eingebauten 600 Ohm Stereoverstärker und goldbeschichtete Audioanschlüsse. Sprich, alles wird hier für eine sehr gute Soundqualität getan. Hier haben wir diverse SATA-Anschlüsse, mit denen auch ein RAID-System für Festplatten realisierbar ist, zum Beispiel RAID 0, 1, 5 oder 10. Außerdem unterstützt das Board SATA Express, womit eine Bandbreite von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich ist. Also bei dem MSI X99A SLI Create Edition, langer und komplizierter Name, aber bei dem Board wurde tatsächlich an sehr, sehr vieles, vielleicht an alles gedacht, was das Gamerherz begehrt. Um nur ein paar Sachen aufzuzählen, 7.1 Sound, Sound natürlich mit 600 Ohm Verstärkung, SLI, Quad Channel RAM und so weiter und ja, also ich finde es richtig gut und ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich einfach riesig, wenn meine restliche Hardware angekommen ist, das Ganze dann zusammenzubauen. Um ein paar Sachen zu erwähnen bzw. anzukündigen, was hier so drauf kommt, hier kommt ein i7 6800K drauf. Ich habe mir gedacht, ich setze auch tatsächlich auf Quad Channel, also 4x8 GB mit Taktung von 3333. Da kommt natürlich nur meine einzige GTX 970. Ich habe nur eine und die bleibt auch erstmal drauf. Das reicht mir auch erstmal. Und hier der M2-Slot wird natürlich auch genutzt. Also da kommt eine 500 GB circa SSD rein. Richtig schön schnell. Ich freue mich. Ja, und ansonsten natürlich, wie gesagt, die restliche Hardware kommt in den nächsten Tagen und Wochen.
Also das ist ein lang angelegtes Projekt, es ist jetzt nicht alles schon da. Und das eine oder andere möchte ich hier noch später vorstellen. Zum Beispiel, was ich für ein Gehäuse dann wähle und so weiter. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Hinterlasst gerne einen Like und eure Meinung zu dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis denn. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an MSI für dieses Prachtstück.